Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Runaway. Wir haben es endlich ins Analyselabor geschafft und hier haben wir auch die Steinmaske, der Sohn des Uchiha, und man sieht auch schon den großen Rubin. Da wollen wir jetzt natürlich ran. Aber ich würde mich vorher hier gerne nochmal ein bisschen umschauen, bevor wir uns damit beschäftigen. Und wer auch immer die Überwachung des Museums übernimmt und da die Monitore kontrolliert, der scheint nicht sehr aufmerksam zu sein, wenn er uns bisher nicht entdeckt hat. Aber was haben wir denn hier noch so? Also den Verbandkasten hatten wir schon. Aber hier liegt was? Goldobjekt? Das ist ein antiker Schlüssel oder sowas. Die Mama mit. Vielleicht kann ich ihn zu irgendetwas gebrauchen. Na sowas. Hier drunter liegt eine Nachricht. Sehen wir mal. Clive, hier hast du deinen alten Aztekenschlüssel. Er ist sauber und glatt, wie du es wolltest. Lass das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen, ohne ihn zu putzen. Er war ziemlich verkrustet. Wir sehen uns Montag. Ein gewisser Ron hat unterschrieben. Dann gehört Clive der Schlüssel. Ich werde ihm das gute Stück später geben. Sehr interessant. Wo könnte der Schlüssel wohl hingehören? Wir haben ja das Schlüsselloch bei Clive gefunden, als wir uns dort in seinem Büro umgeschaut haben. Aber vorher kümmern wir uns jetzt natürlich hier mal um den Sohn des Uchiha. Ich würde sagen, dass es eine Klimakammer ist. Sie sorgt dafür, dass die Kunstwerke unter idealen Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. Und was da drin liegt, ist zweifellos der Sohn des Uchiha, der Star der Ausstellung über die Maya-Kunst. Auf jeden Fall. Der Rubin auf ihrer Stirn ist riesig. Okay, können wir das jetzt aufmachen? Werfen wir einen Blick darauf. Sie lässt sich nicht per Hand öffnen. Ich glaube, dass man auf den Knopf drücken muss, um sie zu öffnen. Wo ist denn da ein Knopf? Okay. Er aktiviert den Öffnungsmechanismus der Klimakammer. Na dann, drück mal drauf. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Okay, doch nicht so einfach. Ja, Brian Basco, der dürfte wohl nicht dort gespeichert sein, der Name. Clive, Susan Oliver, William ist auch nicht drinne. Ja, ich denke mal, wir haben mit gar nichts eine Chance, aber eine weibliche Stimme zu imitieren dürfte für Brian wohl etwas schwieriger sein. Also sagen wir mal Clive. Clive Castropoulos. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Ich glaube nicht, dass ich es so schaffen werde, sie zu öffnen. Ja, ich glaube das auch nicht. Müssen wir uns wohl was anderes überlegen. Aber hier hinten geht es ja noch ein bisschen weiter. Hier haben wir noch was. Ein Elektronenmikroskop. Mir fällt nichts ein, was ich durch ein Mikroskop ansehen möchte. Okay, so, dann haben wir hier aber nichts weiter. Dann können wir mal weiter nach hier hinten laufen. Das hier ist der Scanner, okay? Mensch, ganz schön großer Apparat. Das muss der Scanner der neuesten Generation sein, von dem Clive sprach. Er soll in der Lage sein, ein Exponat zu datieren und seine Zusammensetzung festzustellen. Außerdem nimmt er eine morphologische Analyse vor und versucht anschließend, das Objekt mit Hilfe der Datenbank zu katalogisieren. Wenn das Kruzifix restauriert ist, wird er mir zweifellos dabei helfen, mehr darüber zu erfahren. Tja, dazu müssen wir es aber erstmal restaurieren lassen. Ich muss das Kruzifix erst restaurieren lassen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und was haben wir hier? Gasflasche. Sie enthält flüssigen Stickstoff. Ich kenne das sehr gut aus der Fakultät. Das könnte gefährlich sein. Ich möchte es nicht ohne guten Grund tun. Okay, hier ist auch eine Überwachungskamera. Na, was war das? Schöpfkeller. Sie erinnert mich an die, die man bei Weinproben benutzt. Können wir die einstecken? Sie ähnelt denen, die bei Weinproben benutzt werden. Das hast du gerade schon erwähnt. Okay, aber mehr scheint hier nicht zu sein. Dann gehen wir wieder zurück. Und müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, wie wir hier diese Klimakammer öffnen können. Und ich würde aber vorschlagen, wir verwenden jetzt erstmal diesen Schlüssel hier bei Clive im Büro. Und gehen deshalb mal zu ihm. Das ist ja auch hier direkt. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, was uns dort offenbart wird. Wenn wir das jetzt miteinander benutzen. Ja, ich wette, der Schlüssel passt perfekt hinein.
sieh mal an. Was haben wir denn hier? Ein Geheimfach. Na, schauen wir mal, was da so alles drin ist. Papiere, Geld, ein Gerät. Schauen wir mal alles an. Sieht aus wie Akten und Papiere. Können wir die mitnehmen? Nein, ich kann Clives Privatdokumente nicht mitnehmen. Geld? Ich vermute, Clive hat es dort für Notfälle aufbewahrt. Nein, ich werde keinem das Geld wegnehmen. Schon gar nicht einem guten Freund. Okay, dann lassen wir das alles hier. Aber hier haben wir ein Gerät. Das ist ein Diktiergerät. Na, das nehmen wir mit. Das bringt mich auch glatt auf eine Idee. In Ordnung. Ich werde es mir von Clive ausleihen. Ich lege es natürlich später wieder zurück. Natürlich. Okay, da ist ja nichts weiter drin. Dann können wir wieder gehen. Ich kann das Büro doch nicht verlassen, ohne das Geheimfach zu schließen. Okay, dann machen wir das wieder zu. Und dann gehen wir wieder raus. Ja, wer weiß, was Willi hier machen würde, wenn er das entdecken würde, wenn das offen wäre. So, jetzt haben wir ein Diktiergerät und ich würde sagen, da können wir doch glatt mal versuchen, hier die Stimme von Frau Dr. Oliver aufzunehmen, um damit dann die Klimakammer zu öffnen. Wer anders ist ja sowieso nicht da, Clive haben wir nicht gefunden. Also werden wir das Ganze mit der guten Susan benutzen. Entschuldigung, Frau Doktor, wie war doch gleich Ihr Name? Dr. Susan Oliver. An der Tür ist es deutlich zu lesen. Wunderbar, da haben wir Ihre Aufnahme. Und dann können wir direkt wieder hier rein. Und dann verwenden wir das Ganze mal. Hoffentlich hat es funktioniert. Sehr gut. Sehen wir mal, ob der Plan gelingt. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Mist. Die Batterie hat im entscheidenden Moment versagt. Ich hole die Batterie aus dem Diktiergerät. Ich muss eine volle Batterie besorgen. Tolle Sache. Ausgerechnet jetzt passiert sowas natürlich. Aber wo bekommen wir jetzt eine neue Batterie her? Der Einzige, der mir im Moment einfällt, ist Willi. Der hat schließlich einen Walkman. Da dürfte wohl eine Batterie drinne sein. Fragen wir ihn einfach mal, ob er uns die eventuell gibt. Hallo Willi. Hey, Kleiner. Wie geht's dir? Ja, genau. Weißt du, ich habe dein Problem. Ich brauche eine kleine Batterie. Scheiße, Kumpel. Ich glaube nicht, dass ich eine habe. Hier, die aus deinem Walkman. Nur ganz kurz. Kannst du mir nicht die Batterie deines Walkmans borgen? Scheiße, Kumpel, nein. Das Wort borgen gibt's in meinem Wörterbuch nicht. Außerdem habe ich keinen Ersatz. Und es ist ätzend, ohne meine Musik die ganze Nacht im Museum abzuhängen, Mann. Tja, dann verkaufst du die uns. Verkaufst du mir die Batterie aus deinem Walkman? Für wen hältst du mich? Scheiße! Ich bin kein Ausbeuter. Ich bin hier und höre meine Musik. Dann kommst du und denkst, wenn du ein bisschen Kohle locker machst, werde ich dir die verdammte Batterie aus meinem Walkman geben? Und ich bleib die ganze Nacht ohne Musik hier? Das hast du gedacht, stimmt's? Sag's mir, das ist es, oder? Hör mal, Kumpel. Ich sollte meinen Hintern aus diesem Stuhl bewegen und dir den Besen auf dem Kopf zerschlagen. Aber du bist mir sympathisch. Gib mir $100 und die verdammte Batterie gehört dir. $100 für eine halbleere Batterie? Warum überfällst du mich nicht gleich? Hör mal, ich habe nicht genug Geld bei mir. Gibst du Reiseschecks? Nicht mal im Traum, Kumpel. Kein Geld, keine Batterie, Mann. Schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung. Was soll man dazu sagen? Möchte sie uns nicht mal für ein paar Minuten leihen? Ich möchte dich nicht weiter stören, Willi. Bis bald. Wir sehen uns. Können wir vielleicht tauschen? Hier, tausch du mit mir. Nein. Was ich bräuchte, wäre eine neue Batterie von ihm. Na gut, dann müssen wir uns was anderes überlegen, was wir mit unserer Batterie anstellen. Neue scheinen wir erstmal nicht zu bekommen. Und ich wüsste auch nicht, wo wir noch eine Batterie herbekommen sollten. Ich meine, so viele Bereiche gibt es ja nicht in der Maya-Ausstellung, schon mal gar nicht.
Bei der Oliver gab es da irgendein Gerät, das mit Batterie gelaufen wäre. Eigentlich nicht, bei Clive auch nicht. Und dann wäre noch, das war es ja auch schon. Mehr gibt's ja hier gar nicht. Ja, dann müssen wir uns also was anderes überlegen. Wie wir also unsere Batterie wieder ein bisschen Strom entlocken können. Und dafür gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir frieren das Ganze ein. Und da hätte ich auch schon eine Idee. Wir verwenden das mit dem Stickstoff. Das ist ja hier schön kalt. So. Tun wir die mal da rein. Nein, ich möchte meine Hand ganz gern behalten. Bist du dir sicher? Ich muss etwas finden, womit ich die Batterie gefahrlos in den Behälter tauchen kann. Ja, das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir das hier. Das scheint ja dafür gemacht zu sein. Mal sehen, ob sie hineinpasst. Wunderbar. Besser als ich dachte. Okay, dann so. Prima. Ich probiere mal aus, ob die Batterie einen Teil ihrer Energie zurückbekommt, wenn sie eingefroren wird. Holen wir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist die Batterie gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum Laufen bringt. Ich auch, Brian, ich auch. Setzen wir sie mal ein. Jawohl, Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Ich auch. Ich hoffe, die Aufnahme ist noch okay. Dann schauen wir mal. Und hoffen das Beste. So. Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Okay, 30 Sekunden. Es hat funktioniert. Die Zeit läuft. Maya Maske. Ich weiß nicht, inwieweit es ihr schaden kann, dass die Kammer offen steht. Ja, wir wollen den Rubin. Kann man aber nicht extra anklicken. Also nehmen wir sie mal mit. Dann frage ich mich ja, wie viel ihr das schaden wird. Ich sollte das nicht tun, aber... Heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun sollen. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. Das hoffe ich auch. Ein wertvolles historisches Objekt, das wir hier entwendet haben. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt hier damit anfangen können. Müssen wir irgendwie den Rubin da rauskriegen. Der Rubin ist fest eingelassen. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht herausbrechen. Okay, haben wir irgendwas, was uns dabei helfen könnte? Die Schöpfquelle. Das wird es wohl eher nicht sein. Probieren wir mal das hier. Prima Idee. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske hebeln. Es hat funktioniert. Und da haben wir ihn, den Rubin. Ein Stein dieser Größe muss ein Vermögen wert sein. Das denke ich aber auch. Und die hat jetzt ein Loch. Hoffentlich kann ich den Rubin später wieder unbemerkt einsetzen. Ein Jammer, dass ich ihre Vollkommenheit zerstören musste. Ja, und du solltest daran denken, die Maske wieder zurückzustellen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal unseren Rubin. Und können uns damit auf den Weg machen zum Laser. Dann werden wir das Ganze hier mal einsetzen. Aber ich denke, das werden wir erst zum nächsten Video machen, denn die Zeit ist schon wieder um. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!